Grüße euch zum Wochenorakel vom 2. bis zum 8. November. Ich war so guter Dinge nach dem Liebesorakel, dass ich mir dachte, hier die Dekoration, die gefällt mir jetzt sehr gut. Und hab dann mal wieder den liegenden Engel und einmal den Feenflügel, der Engelsflügel und der Engel mit dem Herzen. Je nachdem, ihr könnt eine andere Karte wählen, wie jetzt im Liebesorakel, oder könnt auch bei der Figur bleiben. Ich werde euch erstmal die Krafttier der Woche mitteilen. Da haben wir den, das ging schnell, den Hamster. Ist er nicht süß? Mit seinem Maiskolben. Sammeln. Du sammelst und hortest, weil du äußere Fülle mit innerem Reichtum verwechselst. Gib weg, was du an zu viel mit dir herumschleppst. Würdige und genieße das Wenige, das du tatsächlich brauchst. Affirmation: Ich schöpfe meine Lebensfülle aus meiner inneren Stärke. Okay, dann haben wir noch die Law Attraction Karte für Geldanziehung von Esther und Jerry Hicks. Ich entwickle die Fähigkeit, meine Gedanken auszurichten. Die wertvollste Fähigkeit, die ihr jemals entwickeln könnt, besteht darin, eure Gedanken auf das Gewünschte auszurichten. Eine gewisse Geschicklichkeit darin zu entwickeln, rasch alle Situationen einzuschätzen und daraus dann ebenso rasch zu folgern, was ihr euch am meisten wünscht, und eure ungeteilte Aufmerksamkeit darauf zu richten. Bewusst seine Gedanken auszurichten ist eine großartige Gabe, die zu unvergleichlich besseren Ergebnissen führt als bloßes Handeln. Super, da sieht auch die Schachtel. Okay, sind wirklich schön bunt gestaltet. Nur ein bisschen groß, finde ich. Okay, dann würde ich auch mit dem ersten Engel anfangen und schauen wir mal, welche Göttin sich dahinter verbirgt. Da haben wir Tara, die Sammlung. Ich sitze mit meiner Aufmerksamkeit im Atem gesammelt. Einatmen und ausatmen, ein und aus. Den Tanz der Schöpfung, den Tanz des Universums, den Tanz des Lebens aufnehmen und gehen lassen. Ich sitze in Stille, in gesammelter Bewusstheit, atme ein und atme aus, während der Ozean des Lebens um mich tobt und pulsiert. Während die Ozeane von Inkarnationen durch mich wirbeln und schwirren. Neben mir, um mich herum, meine Augen sehen lassen, sehen alles, wissen alles und beobachten, während ich atme. In Stille, in Sammlung, in Bewusstheit, in meiner Mitte. Bedeutung: Tara fordert dich auf, in deine Mitte zurückzukehren. Du kannst jetzt dein Heilwerden und deine Ganzheit unterstützen, indem du deine Aufmerksamkeit nach innen lenkst und durch Sammlung deine Mitte wiederfindest und stärkst.
Lasse den Tumult des Lebens einfach ohne dich weitergehen in der Hektik des Alltags, ist es schwer, deine eigene Stimme zu hören. Gehe in die Stille, gehe in die Ruhe. Wenn du zurückkommst, wirst du an Kraft gewonnen haben und kannst leichter und beschwingter am Tanz des Lebens teilnehmen. Das Ritual von Tara ist: Begegne Tara in deinem Atem. Habe ich hier drei Lennemond-Karten gezogen. Ja, So, da könnt ihr sie besser sehen. Ja, so hier haben wir die Schlange mit drin. Ja, dann deutet es ja eigentlich eher auf, ja, die Schlange, die kann auf der einen Seite die Mutter, die Tante sein und auch die gute Mutter oder auch eine Rivalin, ja, so, wenn es jetzt vielleicht die Mutter ist, hier spricht sie vielleicht sehr klug, ja, die sehr klug ist, da kommt auf jeden Fall eine Nachricht rein, ja. Auf der anderen Seite sieht man es vielleicht auch eher als Warnung. Ja, ich habe vorher jetzt mehrere Deutungen mit rausgeholt, ja. Falsche Frau, die nichts Gutes im Sinn hat. Nachricht von einer älteren Frau, Nachricht über Umwege. Eifersucht wäre falsch. Ältere Frau lügt. Treffen wäre falsch. Ergebnis sind allerdings die Wege, also Quersumme. Es wäre falsch, sich zu entscheiden. Ja, vielleicht möchte auch hier jemand, die irgendwas ein Blödsinn ins Ohr reden. Ja, von wegen dein Partner hätte eine andere oder ja ginge dir fremd und glaub das nicht. Die hat's eigentlich nur auf ihn abgesehen und möchte selber die Lorbeeren einholen. Ne? So. Nur sie bekommt ständig Körbe und denkt, wenn es dich hier ins Ausschießen könnte, hätte sie gewonnen. Nee, das ganz und gar nicht. Schauen wir mal deine Liebeskarte an. Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderungen zugleich. Okay. Hey, die Alchemie. Da haben wir wieder die Alchemie mit dabei. Du hast gerade den goldenen Finger. Jedes Projekt, das du beginnst, wird zu Gold. Super. Und deine Engelkarte, die kleinsten Karten, die ich im Moment besitze. Die Kraft der Transformation nimmt Altes und gibt Neues. Okay, also hier auch irgendwo ein Neuanfang. Ja. Das so kann auch gut sein, dass du vielleicht etwas Altes abschließt. Ja. Alte Beziehung oder Liebelei, die du hier abschließt, weil er eine Geliebte hat, ja, obwohl er irgendwo ehrlich ist, aber dann doch flunkert, weil sie halt bei ihm zu Hause wohnt, kann man das sehr gut dann abbrechen. Und hier kommt, ist vielleicht schon der junge sportliche Mann auf dem Weg zu dir, der das Ganze sehr begrüßt, ja. Also da einen goldenen Finger und lass das Alte los und ja, freu dich auf das Neue, das da in dein Leben kommt. Okay, dann kommen wir zur zweiten Legung. Hier haben wir Kydepsis, die Synthese. Ich nehme
Gegensätze und Konflikte. Alles, was sich widerspricht. Ich nehme Ungleiches und Unterschiedliches. Ich nehme Einfaches und Vereinzeltes. Vermische und verschmelze es. Verbinde es harmonisch, vereint. Ich nehme das Getrennte und schaffe daraus Einheit. Ich bringe zusammen, was zusammengehört, damit Ganzes entstehen kann. Bedeutung. Klotepsis gleitet in dein Leben, um dir zu sagen, dass der Weg zur Ganzheit über die Synthese führt. Es ist jetzt an der Zeit, alle auseinanderstrebenden Anteile, alle gegensätzlichen Aspekte deiner selbst zusammenzubringen. Vielleicht steckst du gerade in einem Konflikt oder siehst dich großen Widerständen gegenüber. In der Vereinigung der Gegensätze kann die Lösung liegen. Oder du spürst, wie sehr deine Energie, deine Lebenskraft zerstreut ist und in zu viele verschiedenen Richtungen fließt. Ein anderer Aspekt von mangelnder Synthese zeigt sich häufig in dem Versuch, auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Zu viele Eisen im Feuer zu haben. Suche jetzt nach dem alles verbindenden roten Faden, damit deine wesentlichen Bedürfnisse erfüllt werden, indem du lernst, auch die unterschiedlichen Anteile in dir zu hören und auch weit auseinanderstrebende Positionen, die auch in deiner Familie, unter deinen Mitmenschen oder mit deinem Partner auftreten können, zu verstehen. Schaffst du die Voraussetzungen für deine Heilung erst, wenn alle Teile gewürdigt werden und in ihrer Berechtigung erkannt sind, können sie zu einer harmonischen Ganzheit verschmelzen. Und die Synthese entsteht. Das größte Geschenk für das Ganze liegt oft in den Aspekten, die zunächst am weitesten auseinander lagen. So, auch hier die Lennemond-Karten. Hier haben wir auch die Frau mit drin, die Veränderung, ja, das Spirituelle. Und ja, ich leg's hin, ich kann die kaum halten. Ja, eine Veränderung wird positiv verlaufen. Astrologie, eine ältere Frau wird helfen können. Neuanfang mit einer Frau, das richtige Haus finden, ein besonderes Haus. Veränderung läuft anders als gedacht. Umzug, Renovierung. Ältere Frau stört die Harmonie oder halt auch gerade durch das Renovieren und Umziehen, was ihr da vielleicht gerade in Angriff genommen habt, ist die Harmonie ein bisschen, ist da Unruhe mit dabei, ja? Also Frau ist medial begabt, Mutter kann helfen, immer wieder in die falsche Richtung gehen. Ja, vielleicht wiederholt man einen Fehler immer und immer wieder, ja. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, weil, also die Schlange steht ja doch mehr für die, also, oder sagen wir, die Kreuzdame sehe ich dann halt mehr als Mutter, ja. Ich sehe die Schlange jetzt gar nicht so negativ. Da sie auch eine gute Freundin darstellen kann, die ist jetzt auch vielleicht ein bisschen tollpatschig und meint es eigentlich ganz gut, ja. Aber man versteht so ihre Beweggründe dann nicht so ganz, ja. Und man kann sich ja anhören, was sie zu sagen hat und ja. Vielleicht zieht er auch ins Elternhaus. Und sie passt auf die Kinder auf und will euch die helfen, ja. Toi, toi, toi. Also, wenn ihr hier ein ganz tolles Haus findet, wünsche ich viel Glück und viel Spaß beim Renovieren. Da gibt's immer ein bisschen Chaos. Okay. Schauen wir mal, was die Liebe dir sagen möchte. Riskante Versuchung.
Der Schein trügt. Also eine Veränderung wäre hier doch schon irgendwo ratsam, aber jetzt in Bezug aufs Zwischenmenschliche, die Liebe, dann lass es doch besser. Ne? Oder mach's dann zumindest vorerst nicht öffentlich, bevor du hier enttäuscht wirst und jeder lacht dann über dich. Lass das dann. Okay. Und da haben wir, nimm himmlische Hilfe an. Du hast um Hilfe gebeten, also geh aus dem Weg und lass dir vom Himmel helfen. Super. Klasse. Und dein Engel? Übe positives Denken und konstruktives Handeln, und zwar jetzt. Kommen wir zur dritten Legung. Hier haben wir Ostara, Wachstum. Ich bin die Bewegung hin zum Werden, zum Ausdehnen, zum Wachsen, der Impuls tief in allem Sein, sich zu entwickeln, sich zu entfalten, voranzutreiben, um alles zu erfüllen, was möglich ist. Bedeutung der Karte. Osterer kommt zu dir und bringt ihre Frühlingsbotschaft des inneren Wachstums. Öffne dich für Dinge, Situationen und Menschen, die dein inneres Wachstum und deine Entwicklung fördern. Jetzt ist genau die richtige Zeit dafür. Hast du in der letzten Zeit darüber nachgedacht, ob du nicht einen bestimmten Kurs oder Workshop besuchen solltest? Mache es jetzt. Gibt es etwas Neues, was du in deinem Leben haben möchtest? Lasse es jetzt herein. Bist du gerade durch eine Phase des Stillstands und der Lethargie gegangen, wo sich einfach nichts für dich ergeben hat? Schluss damit. Die Zeit des Wachstums hat begonnen. Ostra ermutigt dich dazu, dich in neue Situationen hineinzubegeben, Risiken einzugehen und Gelegenheiten beim Schopfe zu packen, sodass du dich dabei strecken und über dich hinauswachsen musst. Das Strecken fördert nur dein Wachstum. Ja. Okay, schauen wir mal die Lennemond-Karten. Ja, ich hab sie schon gesehen, ne? Also irgendwie ist bei jeder Legung jetzt irgendwie entweder der Fuchs oder die Schlange mit dabei oder auch die Maus hier. Ja. Also die Mäuse klauen gerade die trüben Gedanken, würde ich sagen. So irgendwie, ich leg's hin. Das hat so keinen Sinn. So, drüben Gedankenmopsen ist ja nicht schlecht, ja. Ist auch so ein bisschen Zweifel mit drin, aber die Quersumme ist dann, ja, ein kleiner Verlust ist mit drin. Allerdings musst du das selber entscheiden, ob du das dann tust, ja. Und zwar, keine Gefühle zeigen. Keine Anerkennung erhalten, etwas zu verändern, wäre falsch. Einem älteren Mann nicht sehen wollen. Gefühle werden weniger. Keine Angst mehr haben. Vor etwas Angst haben, wäre falsch, beziehungsweise nur gespielt. Gefühle für einen älteren Mann. Lügen werden aus der Welt geschafft. Verlust durch Verrat. Ständige Lügen. Älterer Herr ist nicht vertrauenswürdig.
Also vertraue dich nicht diesem älteren Mann an. Vielleicht weißt du schon, wer es ist. Ja, vielleicht versucht dich hier jemand zu umgarnen und hält dann jemand anderes von dir fern. Ja, was du überhaupt nicht möchtest und versucht hier mal eine Entscheidung zu treffen, ne? Wenn du das vielleicht so ein bisschen weit von dir wegschiebst, ja, wenn man den älteren Mann jetzt gerade nicht sehen möchte, ja. Und je nachdem, wie die Gefühle zu dem Mann stehen, ne? Okay, also auf jeden Fall vertraue ihm nicht alles an. Und immer dann, wenn du eigentlich gerade denkst, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um jemanden kennenzulernen, taucht er auf. Ja, dann versucht das irgendwo zu unterbinden. Okay, dann schauen wir mal die Liebe für dich. Wow, Wunder. Ja, da steht das Wunder schon vor der Tür. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Ja. Heilung des Vaters, ja, vergib auch deinem Vater. Du gewinnst an persönlicher Kraft, wenn du all deine Vaterprobleme an den Himmel abgibst. Dann kannst du dich auch für jemand Neues öffnen, ja, wo dann auch das Wunder geschehen kann. Und Thema der Engel. Schließe die Augen und lausche auf die Chöre der Engel. Oh, schön. Der Wassermann. Okay, ihr habt mit Sicherheit eine Frage, die mit Ja, Nein oder Vielleicht beantwortet werden kann. Ich mische die Karten. Und lege sie jetzt einfach mal aus. Und ihr könnt euch mal überlegen, welche Karte und welche Wünsche, was ihr gerade wissen möchtet, ja. Und derzeit lese ich euch noch die Wunscherfüllungskarte vor. Um zu bekommen, was ich mir wünsche, muss ich nicht gegen Unerwünschtes ankämpfen. Dieses Universum ist expansiv. Alle Dinge darin müssen zugelassen werden und erwünscht sein. Mit anderen Worten, damit deine Wünsche sich erfüllen können, musst du auch ein klares Verständnis von dem haben, was du nicht willst. Nur wenn du auch das Unerwünschte kennst, kannst du eine eindeutige Wahl treffen und dich gezielt auf das Wünschen konzentrieren. So. Okay, ich schätze mal, er hat gewählt. Habe ich auch gewählt. Nein. Haben wir schon mal das Nein. Das Ja. Schön. Das ist das, was ich mir gewünscht habe, ne? Das Nein, es bestätigt mich wieder, ja, in meiner Intuition. Soll ich eine Bestellung rückgängig machen? Nein. Und hier, alle, die diese Karte gewählt haben. Göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Okay.
Also ich habe mir dieses Mal kein Kartendeck ausgewählt und ja, kam irgendwie gar nicht so richtig dazu. Kaum zu fassen. Unter 30 Minuten. Aber jetzt wird's Zeit, dass ich ins Bett komme. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Nacht. Träumt was Schönes. Tschüss.